Was geht YouTube? Hier bin ich wieder mit einem neuen Commentary und im Hintergrund seht ihr ein Modern Warfare 2 Gameplay mit der Farmers. Doch über das Gameplay könnt ihr euch ja selber Gedanken machen, dazu brauche ich ja nichts sagen. Und ja, nochmal trotzdem was kurz zum Gameplay, und zwar habe ich mich gewundert, als ich dieses Gameplay hier gesehen habe, dass mein Aiming so präzise war, denn das war das zweite Spiel des Tages und ja, mein Aiming war relativ gut, also ich war wirklich überrascht. Ja, die A230 ist ein anderer Fall, also mit der A230 habe ich extrem gefailt. Aber ja, werdet ihr selber sehen. So, ich habe ein paar Themen zu sprechen, und zwar ist das erste, na gut, das ist kein Thema, das will ich einfach nur so nebenbei erwähnen. Und zwar ist es wieder mein erstes Commentary, also mein erster Versuch, und sorry für Versprecher, denn ja, ich muss mich wirklich beeilen, denn ich schreibe morgen eine Deutscharbeit und ich muss wirklich lernen. Ich musste schon aufs Fitnessstudio verzichten, was ich wirklich sehr ungern mache. Doch der Tag hat nur ein paar Stunden und ich schaff's halt nicht, alles ja, in den Tag zu bekommen. Denn ja, wir schreiben morgen eine Deutscharbeit. Ich muss noch eine Chemiemappe machen, denn in Chemie verkacke ich im Moment sichtlich, und wie ihr wisst, ich gehe in die 10. Klasse und ja, in der 10. Klasse sollte man sich eigentlich Mühe geben, doch ich bin ein extrem fauler Schüler. Was ich ja auch zugebe, denn es bringt ja nicht selber, mich anzulügen. Und ich bin zwar nicht dumm, aber wie gesagt, ich bin extrem faul und das macht mir einige Noten kaputt. Und im 10. Jahrgang kann ich mir das wirklich nicht leisten, doch ich bin anscheinend so dumm. Und ja, Leute, ich muss wirklich zugeben, das ist wirklich eine Dummheit. Faulheit ist eine Dummheit. Und denn es ist Schule und eigentlich sollte man sich Mühe geben. Doch leider bemerke ich es immer zum Schluss des Jahres, naja. Das zweite Thema ist, ich fahre nächste Woche, diese Woche, Sonntag um 20 Uhr fahre ich nach Venetien, nach Italien. Da bleibe ich dann für eine Woche, dann komme ich nächste Woche Freitag wieder, dann habe ich erstmal 4 Tage schulfrei. Und in der Zeit kann ich Gegner verarsche Teil 3 produzieren. Ich versuche, dass die Gegner verarsche Teil 3 alles übertoppen wird. Denn ja, die Gegner verarsche Teil 1 ist richtig gut angekommen. Die hat über 10.000 Klicks, wofür ich mich echt bedanken will. So viel Klicks hat noch nie ein Video von mir. Wieso sie so viele Klicks hatte, weiß ich nicht. Vielleicht, weil sie Dr. Kaboom und einige andere große YouTuber geliked hatten. Deswegen wahrscheinlich. Und ja, wofür ich mich auch bedanken will. Und ja, ich glaube, herzlich willkommen an alle neuen Abonnenten, habe ich noch nicht gesagt. Also herzlich willkommen. Und ja, wie gesagt, ich bin gerade richtig im Stress. Ich schreibe morgen eine Deutscharbeit. Ich muss jetzt noch meine Chemiemappe hier fertig machen. Wollte noch dieses Commentary machen, damit ihr Bescheid wisst. Und ja, diese Woche schreibe ich insgesamt 3 Arbeiten. Einmal Politik, Erdkunde und dann Deutsch. Und es kotzt mich wirklich an, denn ja, ich habe nicht wirklich Lust zu lernen. Ich würde lieber andere Sachen machen, doch ja, ich muss es jetzt einfach tun. Und an einer Stelle habe ich gleich gecuttet, denn wie ihr seht, ich habe eine Nuke bekommen in diesem Gameplay. Und ich bin auf eine zweite Nuke gegangen, doch das zweite Spiel, ja, des Tages, und gleich eine Double Nuke zu versuchen, ist echt nicht so empfehlenswert. Und ja, das Gameplay ist auch gleich vorbei. Ich habe hier ja kurz gecuttet. Und ich sollte eigentlich gleich die Nuke zünden, denn ich habe es eingesehen, dass eine Double Nuke eigentlich sinnlos ist. Und wie gesagt, ich versuche sogar noch die Gegnerverarsche Teil 3 sogar noch diese Woche fertig zu kriegen. Doch ich weiß nicht, ob ich es hinbekomme. Ich denke eher nicht, denn wie gesagt, ich schreibe Arbeiten. Und ja, hier zünde ich jetzt die Nuke. Und ja, ich muss mal gegen meine Faulheit ankämpfen, muss auch mal sein. Wir schreiben eine Gedichtsinterpretation. Und ja, mal sehen, was daraus wird. Ich gebe mir Mühe, wirklich, also schade, echt schade, dass ich es immer zum Schluss des Jahres bemerke, dass man sich Mühe geben sollte. Aber kann ich jetzt nichts tun. Das Gameplay ist vorbei. Und ja, like das Video, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.